Ah, und da ist diese Festigungsanlage. Kommen wir da irgendwie hoch? Ha. Da kommen wir hoch. So einen Hasen zu treffen ist noch nicht einfach. Was war das? Ah, okay. Sehr cool. Diese Ruinen hier. Mongolisch. A mit C lasse ich runter. Okay, ich hatte gerade keine Ahnung. Ich drücke mal E. So. Archivarkarte. Drücken Sie mal. Was? Archiv enthüllen auf der Karte Position von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Okay. 2 Federn. Können Sie Waffen verbessern und Pfeile herstellen? Nice. Oh, guck mal, was haben wir da hinten? Trinity, was? Sie sind hier. Alter! Zentrale, hört ihr mich? Ach, Scheiße! Zierland. Oh, Scheiße. Was war denn das? Das klang nach einem Bär, würde ich sagen. Das klang sehr nach einem Bären. Monolith entdeckt? Ah ja. Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Hm. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Müssen wir uns nur merken hier. Mongolische. Oh, was haben wir denn hier? Ja. Holz ist immer gut. Hartholz. Das ist mittlerweile wirklich ein Überlebensspiel hier geworden. Gucken, ob wir hier noch irgendwas anderes haben. Und da hinten haben wir noch was. Hast du gesehen, da hat es geglitzert. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, und jetzt will ich endlich mal hier hoch. Also da hoch, da vorne. Seht ihr es? Jetzt lass mich nicht ablenken, Nico. Komme ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Kann ich das? Ja, nice! Kann ich doch heben? Stand da doch aufheben. Mongolisch. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Bla bla bla. Woher wisst ihr, dass das nicht Gott war? Außerdem, weißt du, Religion macht nur Probleme. Nur Probleme. Oh, vor uns ist es. Fuck. Ich bin nicht gut in dem. Ich dachte nicht weiter. Da haben wir noch was. Ich gehe jetzt gerade mal in die Höhle. Oder gehe ich erst da hoch? Ah ja, Kiste. Kiste, Kiste. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Untersuchen, um Informationen zu finden.
Versteckte Information? Ich sage so, ich hab's. Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Wow, ich muss jetzt ernsthaft gucken, dass es so eine Position ist. Das ist natürlich doof. Du kannst jetzt Mongolisch der Stufe 1 übersetzen. Das ist ja wunderbar. Ich kann mal die Höhle. Können wir noch Pfeile herstellen? Ich hoffe, hier ist kein Bär drin. Das ist halt keine Bärenhöhle. Ich vermute mal, da geht es noch weiter, wenn ich Feuerpfeil habe. Wenn hier. Stellen Sie Schrotflintmunition und Sprengladungen her. Okay, geil. Das lohnt sich doch schon, wenn wir sowas finden. Ah, noch eine Packung. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Niemand entkommt dem Trinity-Orden, meine Freunde. Niemand. Oh, hier haben wir noch mehr. So. Niemand. Tab. Alter! Okay, sehr interessant. Was ist das? Ja, gut, dass wir die Karte gefunden haben. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Aber ich finde das etwas nervig, dass hier so viel angezeigt wird. Wir können jetzt echt alles mitnehmen. Klar, müssen wir uns nicht so lange hier aufhalten. Das ist natürlich... ein Riesenvorteil. Okay, wir müssen über diesen Baumstumpf, wie ich das sehe, damit wir dann wieder rüber wollen. Aber wieso? Hier ist nichts. Doch. Da hochgekommen. Um auf Bäume zu klettern. Ja, danke. Diese Information, das haben wir schon rausgefunden. Na, ich mach. Ich muss ein bisschen warten. War ich hier der Monolith? Ja, hier war der Monolith. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf, aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Ein Münzversteck entdeckt. Aber erst noch ein bisschen Holz nehmen. Denn wir brauchen gleich ein paar Pfeile. Oder mal eine Höhle. Da ist nichts. Ich geh mal in die Höhle. Nutzen Sie Waffen. Ich glaube kaum, dass ich das mit dem Bogen... Vogelnest! Nice! Ich glaube, rechts habe ich schon mal eine Kiste. Ist was? Nein. Ich dachte, das wäre was. So. Okay. Das heißt... wir sollten vielleicht mal zurück ins Lager. Ah ja, jetzt haben wir den. Komm her. Wir gucken gleich. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken.
Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Wunderbar, wunderbar. Mit unserer Beute heimkehren. Wo ist das? Bin ich denn hier jetzt gelandet? XX. Ich dachte, das wäre so ein geheimer Weg gerade. Aber gut, kein geheimer Weg, schade. Ah ja, wir sind beim Lager, okay. Wärmen wir uns mal ein bisschen auf. Inventar. Stellen Sie Munition und Ausrüstung her. Ausrüstungsteile. Jagdköcher. Habe ich nicht. Holz habe ich, aber ich brauche Felle. Munition. Okay. So, ich habe jetzt gerade einen her. Oh, fuck. Ich brauche 2 Holz für einen Pfeil oder was? Holla die Waldfee. Gut, schau mal, was haben wir hier noch verborgen? Das ist Lager. Da mal ein Wegweiser. Das ist die Höhle, wo wir nicht hin können. Ah, okay, warte. Mit dem Kuh funktioniert das nicht so richtig. Drei Federn, sehr schön. Vor uns. Da. Wir waren ja alles mitnehmen. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Das sind sehr komische Wesen hier. Da vor oben war ich immer noch nicht, ne? Ha! Ernsthaft? Ich habe hier ein Stück Holz gefunden. Naja. Vogel 1. Vogel 0. So rum. Bleibt der Hase auch stehen? Vogel 2. War nicht schlecht gegriffen, würde ich sagen. Eine Feder. Wow. Okay, die lohnen sich nicht wirklich, muss ich sagen. Da sollte ich jetzt eher drauf scheißen gerade mal. Und wie es scheint, können wir möglicherweise in ältere Gebiete zurückkehren irgendwann.
Schießschnee verhindert, behindert alles, ja. Alter! Schieß nicht so viel. Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte komm. Erkundungsteam, bitte komm. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Haben Kontakt zum Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den mongolischen Ruinen. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Ein Bär. Oh, fuck. Alter, ich dachte, ich muss C drücken, F, und das war so schnell, kann ich gar nicht gucken. Ich bin mein Auge viel zu fixiert gewesen. Ist jetzt schlag ich. Jetzt kam keine Anzeige im Tor. Gut, ich muss ausweichen, dann nehmen. Wir kriegen das noch hin. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Also, wir wissen schon mal, am Anfang ist Ausweichen. So. Das habe ich schon mal richtig gemacht. Okay. Au. Wo sind wir denn jetzt? Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen.